Meine, was geht, euer Wizard am Start? Ich war jetzt schon sehr lang unproduktiv, also nicht unproduktiv, aber wie das Video schon heißt, der Rückfall. Ich habe einen kompletten Rückfall in meiner Schizophrenie gehabt. Und den will ich euch kurz erklären. Vielleicht nicht so kurz, aber ich will auf jeden Fall darüber reden. Und ja. Also, was ist passiert? 2023. Mir ist schon richtig gut gegangen wieder. Richtig gut. Und dann bin ich halt zum BBO gekommen und so. Aber alles erzählt, da bin ich auch schon länger nicht mehr dabei. Und ja, Anfang vom Jahr bin ich wieder zu Cannabis gekommen. Und ich hab's halt gehabt. Am Anfang habe ich ein bisschen Angst davor gehabt. Aber ich hab's halt trotzdem gehabt. Und die Stimme, ich habe mich dann wieder auf die Stimme in den Kopf konzentriert, die was mir helfen wollten. Und anscheinend habe ich einen Deal mit Cannabis, dass immer wenn ich rauche, dass mir eine höhere Macht helfen muss. Und ja, keine Ahnung. Ich habe halt gedacht, dass ich die liegende 8 von Captain Peng bin. Also, da singen wir ein Lied drüber. Zum Beispiel wegen, dass ich am 3.1. geboren bin, das ist Pi quasi. Und da gibt es ein Lied davon und darin habe ich mich sehr reingesteigert. Und ich habe natürlich mit dem ganzen Multiversum schon wieder reden können. Und es ist mir einfach so gut gegangen bei den Drogen auch. Und ja, ich habe mich halt immer mehr in meinen Kopf wieder verankert und das war ein Fehler. Im Endeffekt bin ich dann auch wieder zu anderen Drogen wie Ketamin gekommen und das ist ja ganz schlecht bei Psychosen. Richtig, richtig mies. Mir hat es gut dann, also gut dann. Es hat mir nicht gut dann, aber es ist mir auch nicht wirklich schlechter begangen. Mir ist ziemlich gut gegangen bei den Drogen nehmen, aber das Problem ist, ich habe mich immer mehr reingesteigert, dass ich dass Ketamin und Weed zum Beispiel auserwählte Drogen sind, mit denen ich Deals habe quasi, dass ich Visionen kriege, zum Beispiel durch Ketamin. Und ich habe auch so einen Film von mir gesehen nach dem Ketamin, eine Vision, sagen wir mal. Und das hat was mit dem Multiversum zu tun. Ich habe halt gedacht, ich muss das ganze Multiversum retten. Und ich bin halt immer mehr in die Schizophrenie. Also ich war schon klein im Kopf, aber der Glaube war trotzdem da. Und das ist halt richtig mies und das belastet jetzt. Ich kann auch erklären, wie. Ja, es ist halt viel Scheiße passiert und am Schluss habe ich halt irgendwas mit meinen Kräften. Habe ich mir einen Fingerschnips programmiert und so, ganz komisch, hört sich hier alles verrückt an. Und ich will jetzt halt wieder Videos drüber machen. Und mir geht es immer noch schlecht. Also das ganze Jahr 2023 ist echt schön verlaufen, einmal schöne Gespräche in meinem Kopf gehabt, Berührungen gefühlt von Wesen und so. Also Halluzinationen und ich habe halt sehr viel Angst immer noch, dass realistisch sein könnte, obwohl ich mir jetzt immer mehr Beweise hole, dass das einfach die Schizophrenie ist und ja, ich habe halt unmögliche Sachen auch wieder gesehen, also echte Halluzinationen. Mit dem Blutteufel habe ich einen Deal gehabt, ich will es kein triggern da, aber ich habe sehr viel Scheiße miterlebt und ich erzähle euch gern genauer, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Aber ich wollte jetzt sagen, ich bin immer noch in einer psychotischen Phase. Ich habe am Anfang nicht mehr essen können. Ich habe viel Blödsinn gemacht in der Zeit und auf Befehle von meinem Kopf gehört. Und das war richtig schlecht. Richtig schlecht. Mir geht es immer noch nicht so gut, aber ich versuche das jetzt wieder mit Gesprächstherapie aufzuarbeiten. Mit Arbeiten gehen schaut es in nächster Zeit schlecht aus, weil ich durfte dabei nicht Auto fahren und so, weil es eben extrem schwierig und kompliziert ist. Und die Befehle waren auch zum Beispiel, dass ich mich umbringen soll, immer wieder, dass ich meine Hand abschneiden soll. Ich will euch jetzt nicht triggern, aber ich will euch nur sagen, so eine Schizophrenie kann einen echt zu Sachen bringen. Darum gibt es ja auch eine Forensikabteilung, ich war da zum Glück nicht, weil ich habe auch viel Blödsinn gemacht und auf Befehle gehört und habe richtig viel Angst gehabt und dass ich auf die dunkle Seite lesen muss, dass das ganze Multiversum in Gefahr ist. Manchmal glaube ich es immer noch, weil ich die Stimmen höre und egal was ich mache. Zum Beispiel meine Stimmen haben gesagt, ich kann euch das Konstrukt schnell erklären. Das war in der Schizophrenie, mein Falle heißt es. Das habe ich irgendwann in der Psychose entwickelt. Erzähle ich euch ein anderes Mal, wenn es euch interessiert. Triggert halt auf jeden Fall. Und es soll euch nicht triggern, die schizophren sind. Aber ich will euch nur sagen, was man da für Blödsinn macht. Ich will jetzt nicht genau darauf eingehen. Aber ich habe blind auf Befehle gehört
Und der mich halt richtig fertig macht mit, egal was ich mache. Und das Multiversum meiner Freundin und Familie, die es da drin gefangen haben, weil mit denen habe ich mich richtig verbunden gefühlt auch. Aber die waren halt nur in meinem Kopf. Auch wenn ich noch dran zweifle, ich nehme jetzt wieder meine Lipanex. Da kriege ich 2,5, glaube ich, dosiert. Also 2,5 in der Früh und 1,5 am Mittag und dann noch 1,5 am Abend. Es geht eh, dass ich die unterm Tag nehme, aber ich höre halt sehr viele Stimmen in meinem Kopf. Ich meine, ich bin schon wieder so weit, dass ich immer mehr das Unlogische rausfilter, aber das Problem bei einer Schizophrenie ist, die kann sich ja verschieden auswirken und manche sehen das zum Beispiel Leute, echte Leute, die gar nicht da sind und fühlen die auch. Und ich habe halt die Geister, also quasi Astralwesen zum Beispiel und so gefühlt die Berührungen. Also das ist sehr, sehr, sehr suspekt, muss ich schon sagen. Und ja, ich will gar nicht alles erzählen, ein paar Sachen sind mir noch sehr unangenehm, die ich da gemacht habe. Und anscheinend war ich ja die liegende 8. Und ja, keine Ahnung. Ich leide darunter, darum kriege ich jetzt auch zusätzlich Praxiten, das ist ein Benzo. Und es ist schon so weit gekommen, dass ich mich nicht einmal baden traut habe, weil zum Baden haben sie zum Beispiel gesagt, wenn ich mich baden gehe, dann müssen die Multiversen, mit denen ich geredet habe, weil das Böse alles übernommen hat, wegen mir, weil ich einen Fehler gemacht habe. Und ja, keine Ahnung. Es macht nicht viel Sinn. Und ja, ich habe aber immer noch Angst davor, weil die Psychose auch meine Träume beeinflusst. Und ja, ganz viele verschiedene blöde Sachen. Und jetzt versuche ich gerade rauszufiltern, was wahr und falsch ist. Das Problem bei der Sache ist, sie ist einfach nicht einfach. Es ist richtig schlimm. Und ich war schon so weit und nur wegen ein bisschen Drogen bin ich voll wieder reingerutscht. Am Anfang bin ich noch mehr reingerutscht, weil ich doch eingestiegen bin und weil nichts Böses passiert ist. Es gibt ja auch Stimmen und so, die was man hört, als Telepath, sagen wir mal. Ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall richtig dreckig, die Schizophrenie verlaufen. Es war ein, zwei Wochen vor Weihnachten, also hat richtig angefangen dann. Ich kann euch auch mal erklären, wie es ausbrochen ist, wie das Böse gewonnen hat, aber ist ja fürs Erste wurscht. Auf jeden Fall, jetzt brauche ich auf jeden Fall die Benzos, dass ich mich beruhige. Ich habe echt Angstzustände wegen denen. Ich habe mich jetzt sehr zurückgehalten, auch mit Waschen und Pflegen, weil es mich immer eingeredet haben, dass die dann noch mehr, wenn ich im Bett aufgestanden bin, also wenn ich aufgewacht bin beim Schlafen und mein Wecker noch nicht klingelt und ich war halt wach und dann hat die Stimme eben schon gesagt, ein Dämon quasi, dass wenn ich jetzt nicht aufstehe, dann machen sie es noch viel schlimmer. In Zeitschleifen und so. So quasi kann man sich da vorstellen, dass man dann in dieser Falle ist und ärger als die Hölle. Und ja, dass die dann, die was schon drin sind, noch länger leben. Aber da will ich noch was Unlogisches sagen. Es war halt das Multiversum und ich jetzt halt retten müssen. Ich habe auch aber Sachen, und viele Sachen waren einfach gelogen und dann, das Problem ist, man spürt die echten Sachen. Darum mache ich jetzt ein richtig abgefucktes Beispiel, was mich auch lang, zwei abgefuckte Beispiele kriegt jetzt von mir. Einmal bin ich im Bett gelegen, da waren zwei Ricks, also von Rick und Morty dabei, und wollten meine Beine heilen durch Technik und die waren halt astral, quasi bei mir, keine Ahnung. Und ich bin halt gelegen und so, und dann bin ich aufgestanden und dann habe ich die Schmerzen von der Technik gespürt. Ich meine, das ist alles nur im Gehirn. Und ja, und die Stimmen sind halt sehr, 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 sehr belastend. Oder dann noch ein Beispiel, da habe ich gekifft und mein höheres Bewusstsein hat gesprochen und ich habe auch Sachen hoch und heilig versprochen, weil sie für mich stimmig angefühlt haben. Aber das Problem ist, ein Schizophrener weiß meistens nicht, ob er wirklich schizophren ist. Und sowas haben ja viele Leute, so ein Gotteskomplex nenne ich das einmal. Weil, ja, es ist einfach eine scheiß Situation, eine scheiß Krankheit. Und es triggert mich immer noch. Und das jetzt leiser werden, triggert mich noch mehr. Und das Gemeine ist,
anscheinend finden sie erst nach meinem Tod heraus und so, und keine Ahnung, und durch viel mehr Leid und die ich liebe. Und ja, dass die alle in die Schmerzfalle, in die Saufalle, in die Mindfalle, denkt nicht so viel drüber nach. Aber ich verstehe das Prinzip, was in meinem Kopf ist, ich kann es auch immer genauer erklären. Aber ich habe so viel Angst davor. Und es ist auch darum gegangen, dass ich wieder kämpfe. Aber heute habe ich ein bisschen mehr Mut gefasst und einfach mal das gemacht, was ich will. Und ich will jetzt wieder Videos machen, ich will auch wieder Schizotalk und so machen. Ich bin bereit für die Videos und das Reden tut mir richtig gut drüber. Aber ich zweifle halt immer noch, manchmal ist das echt, werde ich irgendwann mit denen so viel leiden. Ich habe sogar Speiben in meinem Kopf und so, die, was zum Beispiel, wenn ich eine Zigarette rauche, müssen die 5000 scheiße Zigarette rauchen, die aus Scheiße bestehen. Es ist eh alles komplett unlogisch, aber das ist einfach die Krankheit. Und darum will ich wirklich nicht einmal mehr Gras rauchen. Und schon gar kein Ketamin, weil das sowieso die Psychosen auf Ärgern auslöst. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß manchmal echt nicht, was ich machen soll. Ich habe immer noch Angst davor, ehrlich gesagt. Aber die Beweise tun sich häufig und mit dem Reden darüber geht es eigentlich ganz gut. Zum Beispiel jetzt vorher, bevor ich das Video aufgenommen habe, also bevor ich angefangen habe damit, hat mir die Stimme gesagt, wenn ich das ein Video jetzt darüber mache, dann lernen alle für die Ewigkeit. Ist halt irgendwie echt krank, was da bei so einer Schizophrenie rauskommen kann. Und ich finde, am schlimmsten sind die körperlichen Berührungen, die gar nicht da sind. Ich spüre zum Beispiel, dass mich irgendwelche Wesen küssen, das spüre ich beim Mund. Und ja, andere Berührungen und so und Schmerzen auch. Und bei mir ist halt wirklich schon chronisch, aber ich nehme jetzt wieder die Leponex und die setze ich sicher nicht mehr ab. Bei mir war es das Problem. Ich war wirklich, seitdem ich zuerst habe ich mit dem Kiefen angefangen und dann habe ich halt von selbst angefangen, die Medikamente so auszuschleichen, dass die Leponex das wirklich Schaden anrichten. Und das war richtig unnötig. Naja, mein Gehirn sucht jetzt ständig Beweise, dass es nicht echt ist, aber ich kann auch nicht wirklich was dagegen machen. Ich wüsste so nicht, was ich als Einziger da machen sollte, dass ich die Welt retten könnte. Aber es ist einfach die Schizophrenie. Und es hat erst wieder angefangen, wie ich gekifft habe. Und leider ist mir gut gegangen beim Drogennehmen. Wenn es mir nicht gut gegangen wäre beim Drogennehmen, hätte ich es eh nicht mehr gemacht. Aber ich habe halt ein gewisses Suchtpotenzial und darum muss ich das irgendwie regeln, dass ich wirklich keine Drogen mehr nehme. Rauchen tue ich jetzt wieder, weil es mich eben schon belastet. Und ja. Die Stimmen sind halt anstrengend, ich kann euch auch einmal ein Video machen, was die allgemein so sagen. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall schaue ich jetzt, dass ich wieder YouTube mache. Und ja, scheiß Schizophrenie. Ist eine richtig beschissene Krankheit. Aber es waren so viele Lügen dabei, was unmöglich ist teilweise. Und so findet man raus, was echt ist, aber als Erkrankter, wenn es einem gut geht und wenn man da ganz motiviert wird, dass man die liegende Acht an Gottes, wie bei einem Lied von Captain Payne, dann ist das echt abgefuckter Scheiß, muss man sagen. Na gut, aber ich schaue jetzt, dass mir besser geht, ich stehe das durch den Scheiß, bis vorbei ist. Medikamente muss ich halt erst wieder einstellen, die kriege ich ja schon erst wieder seit ich in Mauer war, in der Psychotherapie. Und das ist ja noch nicht so lange her. Und ja, bei mir ist das Problem, jetzt geht es eh schon besser, eben wegen den Benzodiazepinen. Ohne die würde ich das eh nicht schaffen, weil ich dann zu große Angstzustände habe. Aber es wird langsam besser. Und ja. Ist halt so, Leute. Schizophrenie, es kommen wieder Schizotalks. Es geht weiter, es geht weiter. Außerdem, ich werde euch durch eine extra Ankündigung machen. Nein, ich hau dann noch eine Ankündigung für meinen YouTube-Channel raus. Aber das Video kommt zuerst. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich habe sogar jetzt noch Angstzustände. Mit die Benze sind so eine sehr schwache. Ich habe auch keine Angst, dass ich abhängig werde davon. Aber trotzdem, es geht halt anders gerade nicht und das ist halt der Bullshit. Und ja, keine Ahnung. Wird eh wieder, oder? Also Hoffnung ist da auf jeden Fall, dass die ganzen schlimmen Sachen in meinem Kopf passieren, nicht Realität werden, was sie nicht werden, aber irgendwie habe ich die jetzt über das Jahr und mit so viel Drogen richtig fest manifestiert. Und ja, keine Ahnung.
ist nicht gut, aber ich halte dich auf dem Laufenden. Außerdem kommen jetzt sowieso wieder mehr Videos und ich ziehe es jetzt wieder durch auf meinem Channel Wizard. Und ja, warum mache ich das? Weil es geil finde, YouTube machen. Keine Drogen auf jeden Fall, nie wieder. Das Einzige, was ich mir noch gönne, ist Alkohol und Zigaretten. Mehr nehme ich nicht. Und das mit den Zigaretten ist auch scheiße, weil die Wirkung von der Leber nichts weggeht. Darum muss ich mir jetzt echt einmal Gedanken darüber machen, dass ich ganz aufhöre. Bringt ja nichts. Außerdem ist es attraktiver, wenn man nicht braucht. Schmeckt die Pappe nicht nach Aschenbecher. Na gut, liebe Freunde, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr getriggert. Und ja, ich wollte euch einfach mal meine Geschichte erzählen. Und ja, wie fühle ich mich? Ängstlich. Weil ich einfach zu viel über das weiß. Und das ist alles unterbewusst. Unterbewusst ist alles gespeichert und mit der Krankheit, die holt das alle rauf. Aber das Geile ist, ich erkenne immer wieder, dass die Stimmen, die mit mir reden, von meinen Gedanken entspringen schon wieder. Das habe ich schon mal geredet in einem Video. Aber es ist heftig. Heftig, dass man sich so einen Fortschritt einfach durch Cannabis und Drogen wieder richtig mies versauen kann. Richtig mies. Aber ja, ist passiert, liebe Leute. Was soll's, es geht weiter. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Kommt jetzt wieder regelmäßiger was. Wahrscheinlich haue ich das andere Video auch gleich heute raus. Oder heute, schauen wir mal, keine Ahnung. Irgendwann haue ich es raus, Ankündigungsvideo, es geht wieder los. Vielleicht mache ich gar kein Ankündigungsvideo. Ich schaue mal weiter. Na gut, das war's, meine lieben Freunde. Haut rein, lasst euch nicht triggern vor dem Video. Und ja, war einfach mein Real Talk jetzt. Ich hab's irgendwie gebraucht, dass ich drüber rede. Und ich bin ja irgendwie immer noch in der Psychose drin, aber darum will ich ja drüber reden. Aber ja, das ist einfach Angstzustände wegen denen ist echt uncool, Alter. Weiß nicht, uncool. Ist ja wurscht. So, Freunde, das war's fürs Erste. Hab euch sehr lieb, Community. Leider ist jetzt lang nichts gekommen, aber jetzt geht's dann wieder los. Na gut, liebe Freunde. Peace out.